William Shakespeare ist der berühmteste Autor aller Zeiten. Trotzdem ist sein Leben immer noch von Geheimnissen umwoben. Allein die Frage, ob er seine Stücke überhaupt selbst geschrieben hat, war die Quelle für ein ganzes Netz von Verschwörungstheorien. Dies ist eine historische Detektivgeschichte, ein elisabethanischer Krimi, eine Ermittlung über das Leben von William Shakespeare aus Stratford-upon-Avon vor dem Hintergrund seiner bewegten Zeit. Unsere Geschichte beginnt in einem kleinen Städtchen im England des 16. Jahrhunderts. Mit einem Eintrag ins Taufregister der Pfarre von Stratford-upon-Avon. We thank thee, Father, for the water of baptism. 26. April 1564. William, Sohn von John und Mary Shakespeare. William, I baptize you in the name of the Father. Damals starb ein Drittel aller Kinder im ersten Lebensjahr. Seine Eltern hatten bereits zwei Töchter verloren. William war das erste ihrer Kinder, das überlebte. William wurde in eine revolutionäre Zeit hineingeboren. Im 16. Jahrhundert wurde Europa von religiösen Konflikten beinahe zerrissen. Nicht lange vor Williams Geburt hatten Englands Herrscher die Staatsreligion gewechselt. Vom katholischen zum protestantischen Glauben. Dann wieder zurück zum katholischen und erneut zum protestantischen. Die englische Krone hatte sich abgewendet, vom Papst in Rom, aber auch von vielem, was 1000 Jahre lang als zutiefst englisch gegolten hatte. Es war eine politische, aber auch eine psychologische Revolution. Und ausgelöst hatte sie einer der abstoßendsten Könige, der je auf Englands Thron saß, Heinrich der Achte. Heinrich leitete den Wechsel ein, aber es waren seine Kinder, die die Reformation vorantrieben und England bis in den letzten Winkel verändern sollten. Der unmündige Edward, ein kaltherziger Streber und glühender Protestant. Mary, Edwards Halbschwester und Nachfolgerin. Sein genaues Gegenteil. Eine Katholikin, in der das Feuer eines Inquisitors brannte. Land auf, Land ab schickte sie Protestanten als Ketzer auf die Scheiterhaufen. Dann Elisabeth. Was für eine Kindheit. Die Mutter hingerichtet. Als junges Mädchen missbraucht und eingekerkert. Für unehelich erklärt, genau wie Mary. Stellen Sie sich nur vor, drei Wechsel der Staatsreligion in 12 Jahren. Als William geboren wurde, saß Elisabeth erst ein paar Jahre auf dem Thron und niemand wusste, wohin Englands Weg führen würde. Shakespeare Stratford war eine Marktstadt in Mittelengland. Aber auch wenn William vom Land kam, er war kein Bauernjunge. Die Familie seiner Mutter Mary, die Ardens, konnte ihren Stammbaum bis in die Zeit vor der normannischen Eroberung zurückverfolgen. Und das ist einer der Schlüssel zu Williams späterem Werk, seine Liebe zur englischen Geschichte. Robert, Williams Großvater mütterlicherseits, war ein wohlhabender Landbesitzer, der kurz vor Elisabeths Thronbesteigung starb. Und damals waren die Ardens noch treue Anhänger des alten Glaubens. Die Formulierungen in Roberts Testament verraten es. Ich, Robert Arden, krank an Körper, aber bei guten und vollen Kräften des Geistes, empfehle meine Seele dem allmächtigen Gott und unserer gesegneten Jungfrau Maria und der ganzen heiligen Schar im Himmel. Es ist ein katholisches Testament. Auch die Familiengeschichte seines Vaters reichte weit zurück. Tief im
Wald von Aden liegt ein verfallenes Nonnenkloster. In den Tagen von König Heinrich, noch vor der Reformation, war Roxhall die Familienkirche der Shakespeares. Dies war die Welt von Williams Vorfahren väterlicherseits. Wie die Adens waren auch sie tief in der Vergangenheit verwurzelt. Großtante Jane war hier Äbtissin. Großvater Richard war Gerichtsvollzieher. Er saß in diesem Chorgestühl. Sein Leben lang liebte William diese vergangene Welt der mittelalterlichen Könige und Königinnen, der heiligen Frauen und guten Mönche des alten England. Dieser Ort gehört zum Familiengedächtnis Shakespeares. Wenn wir hier stehen, begreifen wir, wie tief er die Vergangenheit empfand, mit der er aufwuchs und die er später in seinen Stücken beschwor. Hier liegen seine Wurzeln. William wurde also an einem Scheitelpunkt der Geschichte geboren. Die alte Welt war im Schwinden, die neue erschien eben erst am Horizont. Aber Zeiten der Umwälzungen sind auch Zeiten der Chancen. Williams Vater John hatte den Ehrgeiz, in die neue Mittelklasse aufzusteigen. Er verließ das Land und zog mit Mary in die Stadt, nach Stratford. John Shakespeare wurde Handschuhmachermeister. Hier wird das Leder geschnitten. Es ist ein Handwerk, das große Aufmerksamkeit verlangt. Wenn der Lederschneider seine Arbeit nicht sorgfältig macht, hat er keinen zweiten Versuch. John Shakespeare hatte offenbar wichtige Leute als Kunden. Es gibt eben gute Handwerker und schlechte. Die Herstellung von Luxusgütern für die aufstrebende Mittelklasse erlaubte John und Mary Shakespeare ebenfalls aufzusteigen. Als William geboren wurde, hatte sein Vater gerade ein Haus gekauft. Eingerichtet im neuesten Tudor-Stil. So hat es ausgesehen? Das hat Mary Shakespeare auch gehabt? Es war sicher ihr ganzer Stolz. Eine Überdecke aus feinstem Stoff, sehr teuer damals. Erstaunlich. Für einen Jungen vom Land wuchs William also in einem sehr wohlhabenden Haus auf. Sie strebten nach Höherem. Vor allem John bemühte sich um Aufnahme in die bessere Gesellschaft von Stratford. Und im elisabethanischen England hieß das, einen Platz unter den Honoratioren zu erringen. Als William ein Jahr alt war, wurde sein Vater in den Stadtrat gewählt. Juli 1565, Sitzung des Rates. John Shakespeare als Stadtrat gewählt. Anwesende Räte, Mr. Bailiff, Mr. Alderman, Mr. Smythe, Mr. Wakeley, Mr. Cowdery, Mr. Parrott, John Shakespeare, John Taylor, John Lewis, John Bell. Sie müssen bedenken, dass Stratford damals in unseren Augen ein Dorf gewesen wäre. Es war also viel einfacher, ein straffes Regiment zu führen. Die Stadträte waren gleichzeitig Friedensrichter, was ihnen erlaubte, die öffentliche Ordnung ziemlich gründlich zu kontrollieren. Auch John Shakespeare war Friedensrichter und Stadtrat. In dem Jahr, als William geboren wurde, spendete John, soweit ich weiß, 12 Pence für die Armen. Damals dürften das vor allem Aussätzige, also Pestopfer, gewesen sein. John hatte es geschafft. Aber das England dieser Jahre war gespalten. Und Stadträte bewegten sich auf einem schmalen Grat zwischen den gegensätzlichen Forderungen, die der Staat, ihre Familien und Freunde und ihr Gewissen an sie stellten. Im Winter 1563-64 hatte die Regierung ein Edikt erlassen, das den Rat zwang, die mittelalterlichen religiösen Gemälde in der Kapelle ihrer Gilde zu entfernen. Und den Auftrag dazu erhielt John Shakespeare. Aber anstatt sie zu zerstören, ließ er die Bilder einfach mit weißem Kalk übermalen. Schließlich war die Zukunft immer noch ungewiss. Die Gemälde wurden im 19. Jahrhundert wiederentdeckt. Sankt Georg und der Drache, der Mord an Thomas Becket
und das jüngste Gericht mit seiner Verheißung des Himmels und den Qualen der Hölle. Laut Edikt der Regierung war all dies jetzt kindischer Aberglaube und musste verschwinden. Als John Shakespeare und seine Ratskollegen den Befehl erhielten, diese Wände zu reinigen, ging es nicht nur darum, ein paar Bilder zu entfernen. Die Obrigkeit verlangte von ihnen, ihre Vergangenheit auszulöschen. Elisabeths England muss eine schizophrene Welt gewesen sein. Und mittendrin der junge William. Aber noch hatte der Protestantismus nicht überall gesiegt. Die alten katholischen Mysterienspiele wurden, nicht weit von Stratford in Coventry, noch bis in die 70er Jahre des 16. Jahrhunderts aufgeführt, also Williams gesamte Kindheit hindurch. Es waren einfache Geschichten aus der Bibel, die Schöpfung, die Sintflut, der Sündenfall. Er hat sie nie vergessen, ihre rohe Kraft, ihren deftigen Humor, Geschichten, die an tiefste Gefühle rührten. Als William mit 7, 1571, in die Schule kam, befand sich England mitten in einer Bildungsrevolution. Seine Generation war die belesenste, die bis dahin in England aufgewachsen war. In diesem Klassenzimmer wurde er unterrichtet. William und seine Schulkameraden galten der Regierung als Garanten der Zukunft. Für sie sollten Grammatik und protestantische Gottgefälligkeit Hand in Hand gehen. Hier verbrachte William in den nächsten Jahren 6 Tage jeder Woche. Vom Frühstück um 6 Uhr morgens bis 5:30 am Nachmittag mit einer Pause fürs Mittagessen. Sie mussten enorme Stoffmassen auswendig lernen. Mehr als wir heute schaffen würden, nehme ich an. Das Kernfach war Latein, die Sprache der europäischen Hochkultur. Jungs, können wir dann bitte? Aber die Jungs spielten auch Theater. Und eins ihrer Lieblingsstücke war Ralph Royster Doyster, Ralph der Radaumacher. Und sicher hat William genauso hier vor seinen Eltern gespielt. Aber die Politik war allgegenwärtig. Den Schluss bildete immer ein Lied, dessen Botschaft eindeutig war. Die Königin ist gut und hat immer recht. Wir alle haben unser Lieblingsbuch. Williams Favorit war dieser Band von Ovid. Er kannte das lateinische Original, aber er kannte auch die englische Übersetzung von Arthur Golding. Sie erschien, als William 3 war und wurde immer wieder aufgelegt. Ein sehr populäres Buch. Im Zeitalter der elektronischen Medien fällt es schwer, sich vorzustellen, welche Wirkung ein solches Buch damals auf die Fantasie eines Kindes hatte. Aber ein Zeitgenosse Shakespeares beschrieb das Erwachen der Liebe zur Literatur, das er empfand, als er Ovid zum ersten Mal las. Ich war 7 oder 8 und verzichtete auf alle anderen Freuden, um dieses Buch zu lesen.
Nun, da der See große Wogen mich tragen fort unter vollen Segeln, hört mich an. Nichts in aller Schöpfung ist von Dauer. Alles ist endlos in Fluss, jede wandernde Form ein Pilger auf seinem Pfad. Und die Zeit selbst gleitet vorbei, unaufhaltsam in ihrem Zug. Ein rollender Strom und Ströme kennen keinen Halt. Noch leichtfüßige Stunden folgt Welle doch auf Welle, getrieben eine jede, treibt sie die Welle vor sich. So fliegt die Zeit und fliegt und folgt, immer ewig neu. Was Zukunft war, das bleibt zurück. Was niemals war, ist jetzt und jeder flüchtige Moment wird erneuert. War das der Augenblick in einer Zeit, als die Gewissheit des Glaubens verloren war, in dem William aufging, dass die Poesie an ihre Stelle treten konnte? In all creation be assured. In aller Schöpfung, seid gewiss, ist dies nicht Tod. Nicht Tod, sondern nur Wechsel und Erneuerung. Was wir Menschen kennen als Geburt, ist lediglich ein anderer Neubeginn. Tod ist nur das Ende dessen, was war, und vielleicht wird dies zu dem und das zu diesem. Die Summe aller Dinge doch bleibt gleich. Aber während sich dem jungen William in der Schule die Welt der Sprache eröffnete, bekam sein Vater die harte Wirklichkeit der Tudor-Zeit zu spüren. John war bis zum Bürgermeister aufgestiegen, hatte aber anscheinend mehr Geld, als ein kleiner Handwerker eigentlich erwarten durfte. Erst kürzlich wurden Anzeigen von Denunzianten gefunden, die Johns wahre Geldquellen enthüllen. Das sind alles Leute, die vom Staat Geld wollen? Ja, sie wenden sich an die Obrigkeit, um an ihre Prämien zu kommen. Es ist auf Pergament geschrieben. Das wäre im 16. Jahrhundert nicht mehr nötig gewesen. Es gab ja schon Papier. Die Leute, die so etwas zu Protokoll gaben, erhielten ein Informantenhonorar. Und so hat es auch den armen John Shakespeare erwischt. Ja, er wurde angeschwärzt. Shakespeares Vater handelte mit Wolle. Illegal. Wollhandel war ein staatliches Monopol. John Shakespeare. Und worum geht es hier? Hier bringt ein James Langrake etwas zur Anzeige. So und so viel für sich, sagt er, und so viel für die Königin. Er will also einen Anteil des Bußgeldes, das die Krone gegen John Shakespeare verhängen wird. Er war ein Informant. Genau, ein Denunziant. Er sagt, John Shakespeare hätte von einem Walter Newsom illegal 200 Packen Wolle gekauft. Von wie viel Geld sprechen wir hier? Es geht um 5.600 Pfund Wolle. Das sind gut 2 Tonnen. Eine enorme Menge. Wool was weighed always by the ton. Wolle wurde in Packen gemessen, der Packen zu 28 englischen Pfund. Ein Schäfer bekam vom Gutsherrn Land zugeteilt, auf dem er die Schafe weidete. Nun hatten viele Schäfer aber mehr Schafe, als der Gutsherr wusste. Und da kommen die reisenden Wollhändler ins Spiel, die Wollmänner oder Brogger. Shakespeares Vater war also ein Brogger, einer, der Wolle auf dem Schwarzmarkt handelte. Und auch William kannte sich da aus. In seinen Stücken stimmen sogar die Preise. Brogan zahlte sich aus, in einer Zeit, als der Preis für ein gutes Haus 50 Pfund betrug. Mit einem einzigen Wollgeschäft ließen sich Hunderte von Pfund verdienen, wenn man nicht erwischt wurde. Aber Ende 1576, William war jetzt 12, verließ seinen Vater das Glück. Der Ratsherr stand auf einmal vor dem Ruin. Und damit endete Williams unbeschwerte Kindheit. Seine Eltern begannen, den Familienbesitz zu verkaufen. Darunter auch Williams Erbe von seinem Großvater Robert Arden. Das ist der Vertrag. Und hier das Siegel seiner Mutter. Die nächsten 3 Jahre waren für die Familie ein Albtraum. Williams Schwester Anne starb mit 8. Der ruinierte Vater wurde aus dem Stadtrat geworfen. Aber vielleicht steckte hinter all dem noch mehr. Im Sommer 1580 landen jesuitische Missionare im Auftrag des Papstes heimlich an der Küste von England. Ihr Anführer? Der charismatische Oxford-Gelehrte Edmund Campion. Im gleichen Monat erhielt Williams Vater eine staatliche Vorladung.
Das sind die Akten über die große Leumundsprüfung im Juni 1580. Fast 200 Menschen wurden damals von der Regierung aus Gründen der nationalen Sicherheit vorgeladen. Und da ist er, John Shakespeare. John Shakespeare. Die Jesuiten hatten sich aufgeteilt. Campion ging nach Lancashire, um dort die Rechtgläubigen zu versammeln. Robert Preston nach Warwickshire. Immer verfolgt von Elisabeths Agenten, die in den Adelssitzen um Stratford nach verdächtigen Fremden und belastenden Papieren suchten. Aber auch Angehörige der Mittelklasse, Stadträte und sogar Bürgermeister standen unter Verdacht. Und das erklärt möglicherweise einen erstaunlichen und immer noch umstrittenen Fund, der viele Jahre später ausgerechnet auf dem Dachboden des Shakespeare-Hauses in Stratford gemacht wurde. Im April 1757 entdeckte ein Arbeiter hier oben ein Büchlein. Ein handgeschriebenes katholisches Glaubensbekenntnis aus der Zeit Elisabeths. Versteckt zwischen den Balken und der Wandverkleidung. Was sie damals nicht wussten, es handelte sich um eine Abschrift eines Werkes, das Der Kontrakt und das Testament der Seele hieß. Verfasst in Italien und nach England geschmuggelt von Edmund Campions Jesuiten. Und es trug den Namen John Shakespeare. Vielleicht hatten die Probleme des Vaters also auch religiöse Hintergründe. William hatte die Schule vorzeitig mit 14 verlassen müssen. 4 Jahre später, im Sommer 1582, begann er eine Affäre mit der Tochter eines Bauern aus der Gegend. Sie war 8 oder 9 Jahre älter als er und sie hieß Anne Hathaway oder wie wir heute sagen, Hathaway. 300 Jahre lang haben Hathaways in diesem Haus gelebt. Und die Familientradition erzählt, dass William und Anne auf dieser Bank einander ihre Liebe erklärten. Tatsächlich wissen wir nichts über ihre Romanze. Wir wissen überhaupt sehr wenig über Anne, angesichts der Bedeutung, die sie für William hatte. Sie bleibt die geheimnisvollste Person in unserer Geschichte. Wir kennen das Testament ihres Vaters, aber das sagt uns weder, wie sie war, noch wie sie aussah. Es gibt eine Zeichnung, diese hier, aus dem Jahr 1708, vermutlich nach einem älteren Bild. Wie würden Sie Anne beschreiben? Ernsthaft? Attraktiv? Aber ist es tatsächlich Anne? Wie so oft bei Shakespeare müssen wir uns mit einem Vielleicht zufrieden geben. Aber etwas wissen wir doch genau, wo er am Dienstagnachmittag, dem 27. November 1582 war. Er war hier. In der Kathedrale von Worcester, ging am Grabmal von König John vorbei, das Südschiff hinunter, hinaus in den Kirchhof. Hallo Robin. Willkommen. Danke. Anne war nämlich schwanger. Sie brauchten eine Heiratserlaubnis. Schnell. Und die gibt es noch. Hier im Kirchenarchiv von Worcester. Aber wie bei so vielen Shakespeare-Dokumenten liegen die Dinge nicht ganz so einfach. Hier steht's: William Shakespeare, Shakespeare mit X und Anne Whateley aus Temple Grafton. William Shakespeare und Anne Whateley, nicht Hathaway. Sollte William tatsächlich zwei Frauen die Ehe versprochen haben? Natürlich verführt das zu dramatisch-romantischen Spekulationen. Anne Hathaway, die Will den Arm Anne Whateleys entreißt, du heiratest mich und nicht sie. Und dann fliegen die Fetzen zwischen den beiden Frauen. Ich glaube, es ist schlicht ein Irrtum. Ein Irrtum? Vielleicht. Seltsam nur, dass in Williams Nachbarschaft auch eine Familie Whateley wohnte.
Wenn man sich vorstellt, er liebt die junge, bildschöne Anne Whateley und muss eine Frau heiraten, die 27 ist und vorstehende Zähne hat. Und schwanger ist. Und schwanger ist. Zu Tudor-Zeiten durfte man in den 6 Wochen nach dem ersten Advent nicht heiraten. Sie müssen es also spätestens am St. Andrews-Tag, dem 30. November 1582, getan haben. Das Pfarrregister aus dieser Zeit existiert leider nicht mehr. Aber das Interessante ist der Ort, der in der Urkunde erwähnt wird: Temple Grafton. And all that I have, I share with you. The Vicar, John Frith. Der Vikar von Temple Grafton, John Frith, ist eine der Randfiguren, die einem aus den elisabethanischen Geheimakten immer wieder entgegenspringen. Er war ein Heiler, berichten die Spione. Er konnte verletzte Falken kurieren und viele kamen deshalb zu ihm. Aber er war auch ein altgedienter katholischer Priester. Er verfasste katholische Testamente. Und einige Jahre zuvor hatte es geheißen, Frith führe Trauungen außerhalb der erlaubten Zeiten durch und ohne das Aufgebot 3-mal zu verlesen. Also ein Mann, an den sich wandte, wer es eilig hatte oder eine Trauzeremonie wünschte, die mehr im Einklang mit der alten Religion stand. Für die Feier schrieb William ein Sonett. Die Idee dazu stahl er aus einer gerade erschienenen Sammlung von Liebesgedichten. Es ist nicht gerade bester Shakespeare, aber es ist das erste Werk, das wir von ihm kennen. Und er hat nur wenige Zeilen geschrieben, die anrührender wären. Es ist an Anne gerichtet und voller Wortspiele über ihren Nachnamen, Hathaway. Jene Lippen, die Liebeshand erschuf, hauchten fort den Klang, der sagt, ich hasse zu mir, der sehnend nach ihr verging. Und als sie mein kummervolles Darben sah, Gnade fand ohne Umweg Einzug in ihr Herz und schalt aus jene Zunge, die drauf süß wie je nur eine dazu diente, immer sanfter zu verdammen. Und lehrt sie so aufs Neu den Gruß, ich hasse. Doch wandelte sie ihn nun am End, bis, sanft wie der Tag der Nacht wohl folgt, die nem Dämonen gleich vom Himmel in die Hölle flieht, ich hasse aus Hathaway sie warf, und rettete mein Leben, als sie sprach, nicht dich. Seine Hochzeit ist das letzte belegte Ereignis, bevor William 10 Jahre später plötzlich in London auftaucht. Wir wissen immer noch nicht, was er zwischen 18 und 28 tat. Es gibt nur Geschichten. Dass er in Diensten einer Adelsfamilie in Nordengland stand, auf ihrem Landsitz in Lancashire, nahe dem Fluss Ribble. Dass er vor der Familie Hesketh in Rufford Hall aufgetreten sei. Aber für all das gibt es keine eindeutigen Beweise. Sein 3. Lebensjahrzehnt war eine kritische Zeit, während der er bittert um den Glauben und die Loyalität jedes Einzelnen gerungen wurde. Und Williams Stücke und Gedichte zeigen, dass er früh gelernt hat, sich im Hintergrund zu halten. Es war ein Moment, in dem jeder, ob mächtiger Aristokrat oben im Norden oder einfacher Bürger einer Stadt im Süden, seine wahre Haltung bekennen musste. Es war eine Gesellschaft mit 2 Herren, die nicht zu vereinbarende Treueforderungen stellten. Shakespeares verlorene Jahre bleiben also ein Rätsel. Halten wir uns lieber an die Fakten. Mit Sicherheit fassbar wird William erst wieder am 2. Februar 1585, als die Zwillinge Hamnet und Judith in Stratford getauft wurden. Aber wie wurde aus Shakespeare ein Schauspieler? Im Sommer 1587 spielte eine berühmte Theatertruppe in Stratford, die Queen's Men. Neben dem großartigen Komiker Richard Tarlton traten 2 Männer auf, mit denen Shakespeare später zusammenarbeiten sollte. Richard Burbage und John Hemmings.
und ein paar Tage zuvor war ein Mitglied der Truppe ermordet worden. Jemand musste die Lücke füllen. You, that with friendly grace of smoothed brow have entertained the Scythian Tamburlaine. Zu tun gab es genug. Spielen, an den Texten feilen. A warlike Christian! And your countrymen! Vielleicht war das der Moment, als William sich den Queensmen anschloss und seine Familie zurückließ. And think, it was prepared for your disport! Die Queensmen waren eine Wandertruppe, dauernd unterwegs. Von der Ostküste hinüber nach Plymouth im Süden, hinauf nach Newcastle und Carlisle im Norden. Sie spielten sogar in Edinburgh und Dublin. Aber die Queensmen waren keine gewöhnlichen Schauspieler. Die Truppe war gegründet worden, um Propaganda für die Regierung zu machen und die Nation auf den Krieg vorzubereiten. And every wight that seeks her grace's smart. Would that this sword were pierced in his heart! Im Frühsommer 1588 traten sie entlang der Südküste auf. Am 15. Juni erreichten sie Plymouth, kurz bevor Francis Drake durch die nahende Armada beim Kegeln unterbrochen wurde. Für Shakespeares Generation war dies ihre größte Stunde, als die kleine Inselnation der Macht des riesigen spanischen Reiches standhielt. Die Niederlage der Armada wurde zum Wendepunkt der englischen Geschichte. Nach 50 Jahren religiöser Wirren war der Weg in die Zukunft nun offensichtlich, auch für loyale Katholiken. God bless stand auf der Siegesmedaille und sie wurden zerstreut. Und nun verlagert sich der Schauplatz unserer Geschichte nach London. Ende 1588 trafen die Queensmen in der Hauptstadt ein. London blickte in die Zukunft. Eine Stadt mit einer 250.000 Einwohner. Ein Ort, an dem ein junger Mann, der sich einen Namen als Dichter machen wollte, alle Chancen hatte. Das hier ist Bishopsgate. Shakespeares erste bekannte Londoner Adresse war hier in Bishopsgate. Sein London existiert natürlich schon lange nicht mehr. Aber dieses winzige Stadtviertel wurde vom großen Brand 1666 verschont. Und bevor es im 19. Jahrhundert Sanierungsmaßnahmen zum Opfer fiel, wurden die Orte, die Shakespeare kannte, fotografiert. Die alten Gasthöfe mit ihren Ställen und hölzernen Galerien. Für das professionelle Theater war eine große Zeit angebrochen. Am Südufer der Themse stand das Rose. In der City wurde in den Höfen der Gasthäuser gespielt. Im Kreuzschlüssel, in der Glocke und dem Bullen. Und im Norden standen zwei neue Holzbauten, die jeweils bis zu 3000 Besucher fassen konnten. Shakespeares Hauptarbeitsplatz aber war der verrufene Vorort Shoreditch. Im elisabethanischen London gehörten Laster, Verbrechen und das Theater zusammen. Hier draußen gab es Kegelbahnen, Spielhöllen und sogar schon oben ohne Bars. 1576 hatte James Burbage hier das erste eigens für Aufführungen konstruierte Theater der Neuzeit errichten lassen. Wie lange ist Ihre Firma schon hier? 101 Jahre. Burbages Sohn Richard sollte einer der engsten Freunde Shakespeares werden und alle seine großen Rollen spielen. Erstaunlich, dass es solche Ecken noch gibt. An dieser Stelle baute Burbage sein hölzernes Rund, 3 Stockwerke hoch und 30 Meter im Durchmesser. Und er nannte es das Theater. Das Interessante ist, Burbage war von Beruf Zimmermann.
Mir gefällt die Vorstellung, dass Shakespeares Truppe hier an die Arbeit ging, in diesem Handwerkerviertel. Denn sie waren nicht nur ein Haufen Schauspieler. Sie hatten jede Menge andere Fähigkeiten und Talente. Sie waren Zimmerleute, Goldschmiede, Ledermacher, Schlachter. Es ist fast, als stünde man direkt unter der Bühne. Stellen Sie sich vor, wie es für William gewesen sein muss, zum ersten Mal hier drin zu sein. Die Größe, der Lärm, die Farben, die Spannung. Danach gab es kein Zurück mehr zu den Queensmen. In Williams Jugend waren die Komiker die großen Stars gewesen. Improvisationskünstler wie Richard Tarleton. Sie hatten schon den gleichen bizarren englischen Humor wie Monty Python oder hier die Comedy Store Players. Als Shakespeare nach London kam, bahnte sich eine Revolution des Theaters an. Und an ihrer Spitze stand Christopher Marlowe. Er war 24, wie Shakespeare, und hatte den gleichen gesellschaftlichen Hintergrund. Aber er war auf der Universität gewesen. Schwul, angesagt, ein Bilderstürmer. Als Shakespeare nach London kam, war Marlowe die Nummer eins. Und er machte keinen Hehl daraus. Now, clear the triple regions of the air. In seinem ersten Stück fesselte Marlowe das Londoner Publikum mit der Geschichte des skythischen Schäfers, der die halbe Welt eroberte. Tamburlaine. Smile, stars that reigned at my nativity and dim the. Und so hätte sein Star Edward Allen ihn gespielt. Disdain to borrow light from Cynthia. Für unseren Geschmack übertrieben. Aber damals war das die neue Welle und der neue Ton. Neben den festen Häusern gab es die großen Gasthäuser, deren Innenhöfe als Bühne genutzt wurden. Dies ist der einzige Gasthof in England, dessen Galerie noch vollständig erhalten ist. Die Bühne war also bereitet für einen jungen Mann, der buchstäblich aus dem Nichts gekommen war. Er war jetzt 24. Genau wie dieser Namenlose, dessen Porträt im gleichen Jahr entstand. Ein Draufgänger, Mitte 20, als er für die Bühne zu schreiben beginnt. Komisch, gewitzt, sexy und, soweit wir wissen, ein überaus angenehmer Umgang. Shakespeares große Leidenschaft war englische Geschichte. Und so begann er, die Stücke der Queensmen zu überarbeiten. Antique death, which laughs us here to scorn. Aber bei ihm gab es keinen Schwarz-Weiß-Patriotismus mehr. In seiner Welt war das Recht auf beiden Seiten. Two Talbots, winged through the leather sky. In ihr Rang Gewissen mit Macht wurden Menschen von den Ereignissen zermalmt. O thou, whose wounds become hard-favored death. Speak to thy father, ere thou yield thy breath. Er ließ Englands Geschichte, ob gut oder böse, lebendig werden. Whether he will or no. Poor boy, he smiles, methinks, as who should say, had death been French, then death had died today. Es hätte dem guten Talbot wohl gefallen, schrieb ein Zuschauer, dass er nach 200 Jahren in seinem Grab noch einmal auf der Bühne triumphiert und Zehntausende zu Tränen rührt.
Krieg war das Thema von Williams frühen Stücken. Bürgerkrieg, Krieg gegen fremde Mächte, gerechte und ungerechte Kriege. Als Heinrich VI. Vor ausverkauften Häusern spielte, kämpften englische Armeen in Irland, Frankreich und gegen die Spanier in Holland. Englands Nachschubhafen für seine Truppen in den Niederlanden, für Soldaten, Munition, Marketender und Spione, lag hier an der Scheldemündung. Flissingen. Oder wie die Engländer sagen, Flushing. Wie im Kalten Krieg war die Welt der Spionage die geheime Bühne der elisabethanischen Zeit. Und einer unter all den Agenten, die sich in jenem Winter hier tummelten, war kein anderer als der Star-Autor des Londoner Theaters, Christopher Marlowe. Jeder Agentenführer wird Ihnen sagen, dass Spione unauffällig und diskret sein sollten. Marlowe war beides nicht. Er liebte es, anderen auf die Füße zu treten. Jene, die Tabak und Knaben nicht mögen, sind Narren. Protestanten sind heuchlerische Ärsche. Jesus war ein Bastard, die Jungfrau Maria eine Hure und Johannes der Täufer Christi Bettgenosse. Klassischer Marlowe. Natürlich war Gotteslästerung ein Verbrechen, aber Hochverrat war schlimmer. Marlowe hatte darüber gesprochen, auf die katholische Seite zu wechseln. Und schlimmer noch, englische Münzen zu fälschen, bevor er zum Feind überlief. In London bediente sich Shakespeare derweil aus Marlowes Stücken, lernte von ihm und bald übertraf er ihn. York cannot speak unless he wear a crown. Shakespeares Historienstücke waren die Theaterereignisse des Jahres. Hold his hands whilst I do set it on. Aber 1593 war Schreiben eine gefährliche Sache. Zwei Drucker wurden hingerichtet, weil sie aufwieglerische Bücher veröffentlicht hatten. Der Stückeschreiber Thomas Kidd wurde zu Tode gefoltert. Und Ende Mai lief auch Marlowes Uhr schließlich ab. Er ließ sich nach Deptford rudern, wo sich eine Reihe von Häusern bis zum Ufer hinunterzieht. In einem von ihnen hatte Marlowe eine Verabredung. Es war ein Agententreff, geführt von einer Frau im Sold des Geheimdienstchefs Walsingham. Die anderen Männer im Haus, Fritzer, Ingrams und Poley, waren ebenfalls Spione und Dunkelmänner. Nach dem Essen, so der Bericht des Leichenbeschauers, kam es zu einem Streit. Daraufhin rang besagter Fritzer mit besagtem Marlowe, um ihm oben erwähnten Dolch zu entwenden. Und in dem Getümmel fügte besagter Fritzer in Verteidigung seines Lebens mit oben erwähntem Dolch im Werte von 12 Pence besagtem Marlowe eine tödliche Wunde von 2 Zoll Tiefe über dem rechten Auge zu, an welcher besagter Christopher Marlowe eben da sofort verschied. Die Killer sagten, es sei nur ein Streit um die Rechnung gewesen. Die Abrechnung. Shakespeare wusste es offenbar besser. Wenn eines Mannes Verse nicht verstanden werden, schrieb er später, kann ihn das schneller töten als eine große Abrechnung in einem kleinen Zimmer. ...1593 war ein Schicksalsjahr für 2 junge Männer, die den Himmel stürmen wollten. Für Marlowe, der, ebenso brillant wie weltverachtend, nach dem Motto lebte, was mich ernährt, wird mich vernichten. Und für Shakespeare, der einmal schrieb, wie sah ich mich doch vor, als ich meinen Weg einschlug, selbst das Kleinste noch unter sicheren Balken zu verbergen. Innerhalb des nächsten Jahres sollte Shakespeare die Kunst des Stückeschreibens auf Höhen treiben, die Marlowe nie erreicht hatte. Sein erstes Meisterstück begeistert das Publikum bis heute. Two households, both alike in dignity, in fair Verona, where we lay our scene, from ancient grudge break to new mutiny. Where civil blood makes civil hands unclean,
A pair of star-crossed lovers take their life, whose misadventured, piteous overthrows doth with their death bury their parents' strife. Oh, Romeo. Romeo, wherefore art thou Romeo? Deny thy father and refuse thy name. Or if thou wilt not, be but sworn, my love, and I'll no longer be a Capulet. Shall I hear more, or shall I speak at this? It's but my name that is my enemy. Thou art thyself, though not a Montague. Mit Romeo und Julia hatte William seine erste große Tragödie geschrieben. Obwohl sie einander über alles lieben, sterben die Jungen am Hass der Alten. Und erst ihr Tod bringt die Versöhnung. Oh, true apothecary. Thy drugs are quick. That's with a kiss. I die. Zur Liebe, die das Herz des Lebens ist, scheint Shakespeare zu sagen, gehört auch der Verlust. Anfang August 1596 traf seine Familie einen Schicksalsschlag. Das Sterberegister von Stratford. 11. August, Hamnet, Sohn des William Shakespeare. Annes und Williams einziger Sohn war mit 11 Jahren gestorben. William war in jener Woche auf Tournee in Kent. Hamnet war vermutlich schon begraben, bevor sein Vater überhaupt von seinem Tod erfuhr. Damals waren die Menschen eher daran gewöhnt, dass Kinder sterben, als wir heute. Trotzdem, wenn ein Kind mit 11 Jahren stirbt, ist das so ziemlich das Schlimmste, was Eltern passieren kann. Alles scheint auf einmal fragwürdig. Alte Gewissheiten werden hinfällig, Ehen können zerbrechen, das Vertrauen in Gott geht verloren. Die nächste Phase in Shakespeares Leben, lässt er uns wissen, war die Hölle. Den Menschen der Tudor-Zeit ging die Familie über alles. Williams Frau Anne und ihre beiden Töchter lebten immer noch bei seinen Eltern hier in der Henley Street. Aber kurz nach Hamnets Tod kaufte Shakespeare das zweitgrößte Haus in Stratford. Es steht nicht mehr, aber es gibt diese Zeichnung. Doch es war in schlechtem Zustand. Die Familie konnte nicht sofort einziehen. William musste wieder nach London. Vielleicht blieben sie deshalb lieber bei den Großeltern. Vielleicht hatten sie sich nicht so sehr ein schickes Haus gewünscht, sondern ihn. Und William? Sollte das Haus ein Neubeginn sein? Oder fühlte er sich schuldig, weil er nicht da gewesen war, als sie ihn brauchten? Das neue Haus stand direkt neben der Gildenkapelle und seiner alten Schule. Und es hatte einen wundervollen Garten. Nur 10 Wochen danach ging William in London zum Wappenmeister und beantragte ein Familienwappen für seinen Vater John, um ihn zu einem Gentleman zu machen. Sein Vater hatte es vor 20 Jahren schon einmal versucht. Das war, bevor er bankrott ging und aus dem Stadtrat ausgeschlossen wurde. Für Englands Klassensystem sind 400 Jahre nicht mehr als ein Augenzwinkern. Und so findet Wappenmeister William Hunt denn auch ohne weiteres die Aufzeichnungen über den Antrag, den William an jenem Tag des Jahres 1596 stellte. So, da hätten wir die beiden Entwürfe. John Shakespeare aus Stratford in der Grafschaft Warwickshire. Ist das die Skizze für das Wappen? Ja, und hier ist das Motto. Da gab es ein paar Versuche. Non sans droit. Nicht ohne Recht. Nicht ohne Recht. Das ist der Wappenkatalog von 1599. Da haben wir Körperteile. Köpfe, Herzen, Hände, Beine, sogar Zehen. Daraus konnte man sich also ein Wappen zusammenstellen. Diese hier waren schon vergeben. Hier haben wir dann Kriegssymbole. Bogen, Armbrüste, Pfeilspitzen.
Schwerter und Speere. Ein Speer. Ein Spear also. Diesmal hatte der Antrag Erfolg. Der Theatermann war jetzt ein Gentleman. Und was hat die Familie bekommen? Ein Brief auf einem Adelspatent auf Pergament. Ich habe hier ein Beispiel, das ziemlich genau aus der Zeit stammt, aus dem Jahr 1587. Da ist das königliche Siegel. So hätte seins auch ausgesehen. Mit illustriertem Rand war es wahrscheinlich ein bisschen voll. Das hier ist in Latein, seins wird in Englisch gewesen sein. Wenn er es seinen Freunden in Warwickshire zeigen wollte, war Englisch sicher besser, nicht? Ist es immer noch. Der Handschuhmachersohn, der mit 14 ohne Abschluss von der Schule gehen musste, hatte die Familienehre wiederhergestellt. Die Shakespeares hatten jetzt einen Titel, aber keinen Sohn, der den Stammbaum hätte fortsetzen können. In den schmerzvollen Gedichten, die William in den nächsten ein, zwei Jahren schrieb, hinterließ er uns vielleicht eine Ahnung davon, was er wirklich fühlte. So manch glorreichen Morgen habe ich gesehen, wie er die Gipfel grüßt mit erhabenem Blick. Mit goldenem Antlitz küsst der Weide grün und blasse Bäche schimmern macht mit des Himmels Alchemie. Auch wenn mein Sonn mir eines frühen Morgens schien und triumphierend glänzt auf meiner Braue, so war er, ach, nur eine Stunde mein. Der wolkendunkler Zug hält ihn jetzt vor mir verborgen. Doch für ihn kann meine Liebe dies kein Jota mindern. Mag der Weltensonn auch schwinden, so bleibt doch des Himmels Sonn, meinen Schmerz zu lindern. Andere Gedichte aus dieser Zeit deuten auf traurige Reisen nach Stratford hin. In London hatte er eine leidenschaftliche Affäre mit einer dunkelhäutigen Dame. Er wurde sogar wegen Androhung von Gewalt angezeigt. Es klingt nach einer Lebenskrise, aber offenbar fand er Trost in seiner Arbeit. The complaints I hear of thee are grievous. S'blood, my lord, they are false. Keine andere literarische Figur wurde so schnell unsterblich wie Falstaff. There is a devil haunts thee in the likeness of an old fat man. Die Engländer liebten ihn von Anfang an. Komisch, verletzlich. Im fetten Jack sahen sie ihr Spiegelbild. Falstaff war der fleischgewordene Nationalcharakter Englands. That swollen parcel of dropsy. That huge bombard of sack. That stuffed cloakbag of guts. That roasted Manningtree ox. The pudding in his belly. That reverend vice. That grey iniquity, that father ruffian, that vanity in years. If sack and sugar be a fault, then God help the wicked. If to be old and merry be a sin, then many an old host that I know is to be damned. If to be fat be to be hated, then Pharaoh's lean kine are to be loved. No, my good lord. Banish Peto. Banish Bardock, banish points! But for sweet Jack Falstaff, kind Jack Falstaff, true Jack Falstaff, valiant Jack Falstaff, and therefore more valiant, being as he is, old Jack Falstaff, banish not him thy Harry's company. Banish not him thy Harry's company. Banish plump Jack. Banish all the world. I do. I will.
Auch für Shakespeare war die Zeit gekommen, sein Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen. Nach einem langen Streit mit ihrem Vermieter fand die Truppe, es sei Zeit für einen Ortswechsel. Und ihr Theater würden sie mitnehmen. Es war der 26. Dezember 1598. Der Besitzer des Grundstücks, auf dem das Theater hier in Shoreditch stand, hatte London über die Weihnachtstage verlassen. Stattdessen kamen die Burbages mit dem besten Zimmermann Londons, Peter Street, und einem Dutzend Arbeiter und begannen, das Theater abzubauen. In nur 4 Tagen transportierten sie es durch die City von London über die Themse. Und bald ragten die Balken des alten Baus wieder in die Höhe. Die neue Spielstätte sollte zum berühmtesten Theater werden, das es je gab. An Spieltagen wehte über ihm eine Flagge, die das Motto trug: Die ganze Welt ist Bühne. Und sie nannten es The Globe. Die Eröffnungsvorstellung war am Nachmittag des 12. Juni 1599. Shakespeare und seine Truppe hatten ein Horoskop erstellen lassen, um den richtigen Tag festzulegen. Der 12. Juni war ein Neumondtag. Und das, sagte der Almanach, war der beste Tag, um ein neues Haus zu beziehen. Von nun an waren Shakespeare und seine Freunde Teilhaber an ihrem eigenen Unternehmen. Die Macht des Theaters war nie offensichtlicher. Jedes neue Shakespeare-Stück zog die Massen zum Südufer der Themse. Das wollte sich auch ein ehemaliger Günstling der Königin zunutze machen, der, abgeschoben und verbittert, sein Comeback plante, der Earl of Essex. Anfang 1601 ließ Essex bei Shakespeare und seiner Truppe anfragen, ob sie eine einmalige Extravorstellung geben wollten. Das Stück musste unbedingt am Samstag, dem 7. Februar, aufgeführt werden. Es musste Richard II. Sein und es musste eine Szene enthalten, die als so gefährlich galt, dass der Zensor nie erlaubt hatte, sie in die Druckfassung aufzunehmen. Give me the crown. Here, cousin. Seize the crown. Here, cousin. I thought you had been willing to resign. My crown I am, but still my griefs are mine. Die Botschaft des Stückes war eindeutig. Ein Monarch, der das Vertrauen seiner Untertanen verloren hatte, durfte gestürzt werden. Warum der Earl of Essex gerade diese Botschaft unter das Volk bringen wollte, zeigte sich am nächsten Morgen. An diesem Samstag wollte Essex in die Stadt einziehen und die Londoner aufrufen, Elisabeth zu zwingen, auf ihre Krone zu verzichten. Genau wie Shakespeare es in seinem Stück beschrieben hatte. Aber das Leben imitiert nicht immer die Kunst. Essex zögerte und kam zu spät. Das Publikum war bereits gegangen. Der Putsch brach zusammen. Die Verschwörer wurden verhaftet und des Hochverrats angeklagt. Noch heute liegen die Prozessunterlagen des Lord Oberrichters im Staatsarchiv in London. Sie enthalten auch das Verhör der Shakespeare-Truppe. Die Massen von Dokumenten im Nationalarchiv sind wirklich erstaunlich. Alle Verbrechen und Untaten in Englands Geschichte sind hier aufgezeichnet. Niemand kommt davon. Und dieser Band enthält die Aussagen aller Personen, die damals für den Prozess gegen den Earl of Essex befragt wurden. Hier hätten wir es. Das ist der Tag, an dem Shakespeares Truppe vorgeladen wurde, um zu erklären, warum sie an jenem Tag ausgerechnet Richard II. Aufführten. Interrogation of Augustine Phillips.
Befragung von Augustin Phillips, bei der er unter Eid angibt, am letzten Freitag sprachen Sir Charles Percy, Sir Jocelyn Percy, Lord Mount Eagle und drei oder vier andere Herren in Gegenwart des Befragten mit den Schauspielern. Phillips war also dabei und mit den Schauspielern heißt vermutlich auch Shakespeare, Burbage und die anderen. Sie sollten das Stück von Absetzung und Ende König Richards spielen und dafür 40 Schilling mehr als ihr übliches erhalten. Ich stelle mir Augustin Phillips vor, wie er mit empörter Unschuld zum Richter sagt: Na, hören Sie, Chef, 40 Schilling extra. Aber, sagt Phillips weiter, er und seine Freunde hätten ein anderes Stück vorgeschlagen, da jenes über König Richard schon sehr alt sei und lange nicht mehr aufgeführt und sie wohl kaum oder nur sehr wenig Zulauf hätten. Das guckt sich keiner an. Aber auf der Herren drängen hätten der Befragte und seine Freunde, also Shakespeare, Burbage, Hemmings und Condé, zugestimmt, das Stück an jenem Sonnabend zu spielen, erhielten ihre 40 Schilling über das Übliche hinaus und spielten es getreu der Abmachung. Gezeichnet Augustin Phillips. Da haben wir also die Ausrede der Truppe, warum sie am Vortag der Essex-Rebellion beschlossen, Richard II. Auf den Spielplan zu setzen. Nur wegen des Geldes, Euer Lordschaft. Auf Hochverräter wartete ein grauenvoller Tod. Natürlich wussten sie genau, was sie taten. Shakespeare war nicht naiv. Immerhin, sie kamen damit durch. Aber am Abend, bevor Essex geköpft wurde, befahl die Königin die Truppe zu einer Aufführung nach Hampton Court. Sie sollten wissen, dass sie es wusste. Seize the crown. Yeah, cousin. Vermutlich war die Stimmung bei den Proben ein wenig gespannt. Die Königin wusste, dass die Truppe Essex schätzte. Aber das hatte sie einst auch getan. Elisabeths Zeit ging zu Ende. Und sie wusste es. Sie war kinderlos, isoliert und müde. Und ihr Volk wartete nur darauf, dass sie endlich starb. Es gibt ein bewegendes Nachspiel zu dieser Geschichte. Kurz darauf suchte Elisabeths offizieller Biograf William Lambert seine Königin mit einem Stapel historischer Dokumente auf. Er hat ihre Unterhaltung überliefert, in der auch Shakespeares Stück zur Sprache kam. Als die Königin die Papiere durchblätterte, fiel ihr Blick auf den Namen König Richards. Ich bin Richard II., sagte sie. Wisst ihr das nicht? Shakespeare war jetzt auf dem Höhepunkt seines Schaffens. Er konnte für jedes Publikum schreiben, gebildet oder ungebildet. Aristokraten, das einfache Volk, Prinzen und Studenten, alle brachte er zum Weinen oder zum Lachen. Das anspruchsvollste Publikum waren die Juristen in ihren Gerichtshöfen. Ihre Vorstellung von einem gelungenen Tag war ein netter Prozess in Westminster, dann rüber ans Südufer auf ein paar Bier, eine Runde Bärenkampf, eine schnelle Nummer im Bordell und anschließend ein Theaterstück. Zweifellos ein entspanntes Leben. Sie waren junge Männer, voller Testosteron, zum ersten Mal von zu Hause weg. Sie tranken und schrieben wunderbare Gedichte. Damals bekamen sie ein Mädchen nicht ins Bett, wenn sie kein anständiges Sonett schreiben konnten. How dost thou like this tune? Und hier, am Sitz einer der ältesten Anwaltskammern Englands, unterzog er die gängigen Vorstellungen über Mann und Frau einem spöttischen Kreuzverhör. Thine eye hath stayed upon some favor that it loves, hath it not, boy? A little, by your favor. What kind of woman is? Of your complexion. She is not worth thee, then. What years, in faith? About your years, my lord. Too old, by heaven. Let still the woman take an ell. Und in den Universitätsstädten Oxford und Cambridge gab es für die Studenten keinen besseren Nachtisch als einen Shakespeare, dessen neuester Held auf so faszinierende Weise ihre eigenen existenziellen Zweifel ausdrückte. To be or not to be, that is the question.
whether 'tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles and by opposing, end them. To die. To sleep no more. And by sleep, to say we end the heartache and the thousand natural shocks that flesh is heir to. 'Tis a consummation devoutly to be wished. Um seine Bühne zu füllen, sammelte Shakespeare Ideen und alltägliche Geschichten aus seiner nächsten Umgebung. 1601 hatte es Überlegungen gegeben, alle Schwarzen und Farbigen in London des Landes zu verweisen. In seinem nächsten Stück machte Shakespeare einen Schwarzen zum Helden, der durch die Eifersucht eines anderen auf die Liebe zu seiner weißen Frau vernichtet wird. Be as your fancies teach you. Whate'er you be, I am obedient. Perdition catch my soul, but I do love thee. And when I love thee not, chaos is come again. My noble lord. What dost thou say, Iago? Did Michael Cassio, when you wooed my lady, know of your love? He did, from first to last. Why dost thou ask? But for a satisfaction of my thought, no further harm. Why of thy thought, Iago? I did not think he'd been acquainted with her. Oh, yes. Went between us very oft. Indeed. Indeed? Aye, indeed. Discernst thou aught in that? Is he not honest? Honest, my lord. Honest, aye, honest. My lord, for aught I know. What dost thou think? Think, my lord? Think, my lord. By heaven, he echoes me as if there were some monster in his thoughts too hideous to be shown. Thou dost mean something. My lord, you know I love you. I think thou dost. Who's there? Othello? Aye, Desdemona. Will you come to bed, my lord? Have you prayed tonight, Desdemona? Aye, my lord. That handkerchief which I so loved and gave thee, thou gavest to Cassio. No, by my life and soul. Send for the man and ask him. Sweet soul, take heed. Take heed of perjury. Thou art on thy deathbed. Aye, but not yet to die. Yes, presently. Therefore confess thee freely of thy sin. For to deny each article with oath cannot remove nor choke the strong conception that I do groan withal. Thou art to die. Then, Lord, have mercy on me. I say amen. And have you mercy too. I never did offend you in my life. I never gave him token. By heaven, I saw my handkerchief in his hand. He found it then. I never gave it him. Send for him hither. Let him confess a truth. He hath confessed. What, my lord? That he hath used thee. He will not say so. No, his mouth is stopped. Honest Iago hath ta'en order for't. Alas, he is betrayed, and I am done. Out, strumpet! Weep'st thou for him to my face? Oh, banish me, my lord, but kill me not! Down, strumpet! Kill me tomorrow, let me live tonight! Nay, if you strive! For bravura! Being done, there is no cause! Oh, while I say one bit! It is too late! Im März 1603 endete das elisabethanische Zeitalter. In ihrem Palast in Richmond, hier am Ufer der Themse, lag Elisabeth I., die letzte Königin der Tudors, im Sterben.
Ihr alter Freund Sir Robin Carey war in ihren letzten Stunden bei ihr. Sie nahm meine Hand in ihre knochigen Finger, drückte sie fest und seufzte mitleiderregend wohl 40 oder 50 Mal, schrieb er. So wie ich es nur einmal gehört habe, als die Königin von Schottland geköpft wurde. In den 45 Jahren ihrer Herrschaft hatte Elisabeth England ohne das von vielen befürchtete Blutbad vom katholischen zum protestantischen Glauben geführt. Und mit ihr an der Spitze hatten die Engländer der spanischen Armada getrotzt. Aber sie hatte keinen Thronerben. Und so fiel die Krone nun an den Sohn ihrer alten Feindin Maria Stuart, Königin von Schottland. Jakob I. war Protestant, aber seine Frau war Katholikin. Jakob hatte ein angeborenes Talent zum Kompromiss. 1603 sicher nicht die schlechteste Eigenschaft. Als er sich auf den Weg nach London machte, sprachen die Dichter von einem aufziehenden goldenen Zeitalter. Einem geeinten Britannien, das den alten Streit hinter sich lassen würde. Und aus Shakespeare und seiner Truppe wurden jetzt, auf königliche Order, die Kingsmen. Das ist das Rechnungsbuch mit den Kosten für den Einzug des neuen Königs in London im Mai 1604. Das sind die Aufstellungen über den Verbrauch an Scharlachstoff. Und da sind sie. Die Schauspieler. William Shakespeare, Augustin Phillips, John Hemmings, Richard Burbage. Für jeden 3,5 Meter scharlachroten Stoff. Fragt sich nur wozu. Ich möchte zu Christopher. Christopher Allen zum Ende des Ladens, dann rechts zum Empfang. Ede und Ravenscroft sind die Robenmacher der Königin. Sie haben seit dem 17. Jahrhundert für jede Krönung gearbeitet. Schön zu wissen, dass es solche Orte noch gibt. Einfach wundervoll. Hallo, guten Morgen. 4 Meter Stoff reichten aus, um einen Wams und ein paar Hosen zu machen. Das wäre damals der formelle Anzug gewesen. Wie auf diesem Bild hier. Ziemlich genau so hätte die Kleidung ausgesehen, die Shakespeare zur Krönung getragen hätte. Hier ist eine Auswahl an Scharlachstoffen. Der hier ist aus Wolle. Und ich nehme an, das dürfte das Material gewesen sein, aus dem auch Shakespeares Krönungskleider waren. So einen Stoff hat Shakespeare getragen. Es ist genau das gleiche Material, ja. Und vielleicht für diese Jacke. Auf dem einzigen gesicherten Bild von William Shakespeare. The King's Man, des Königs Mann. Jakob zog durch eigens errichtete Triumphbögen in London ein, gekrönt von Obelisken, die 20 Meter über die Straßen aufragten. Shakespeare hatte die Ehre, dabei den Baldachin des Königs zu tragen. Aber privat distanzierte er sich von dieser neuen Rolle. Nur für den Fall, dass wir denken könnten, er sei umgeschwenkt. Da es mir angetragen, trug ich den Baldachin. Mit meiner Hülle ehrte ich den äußeren Schein. Denn kann in Ewigkeit wohl groß gedeihen, was so schnell gebaut und gründet auf Ruin? Nein, Zeit, du sollst nicht prahlen, dass ich mich gewandelt. Deine Pyramiden, seien sie auch mit neuer Macht gebaut, für mich sind sie nichts Neues oder Fremdes, sondern nur ein anderer Schmuck für eine alte Haut. Denn deine Chronik und was wir sehen, ist gelogen, mehr oder weniger Werk deiner dauernden Hast. Dies nun aber lass für immer mich geloben, wahr will ich sein. Trotz deiner Sense und drückenden Last. Aber er und seine Truppe waren nun Hofschauspieler, wie das Programm der ersten Weihnachtsfeier des neuen Königs zeigt. Maß für Maß am ersten Weihnachtstag. Die Komödie der Irrungen. Ja. Verlorene Liebesmüh. Das hatte damals schon ganz schön Staub angesetzt. Und hier stehen die Namen der Autoren. Shakespeare wird zweimal erwähnt. Geschrieben wurde er hier Shaxbird.
Am Ende irgendein Schotte, der mit James nach London gekommen war. Shakespeare? Aber jenseits des glanzvollen Hofes war England immer noch ein unruhiges Land. Die religiösen und sozialen Gegensätze bestanden weiter. 2 Jahre nach der Krönung Jakobs waren der anfängliche Optimismus verflogen und die Hoffnung der Katholiken auf Religionsfreiheit geschwunden. Es gab Sonnenfinsternisse und die Astrologen sagten schlimme Zeiten voraus. Dann im November 1605 kam es zu einer Verschwörung, die auf das Herz des Staates zielte. Hätte sie Erfolg gehabt, es wäre der 11. September des 17. Jahrhunderts geworden. Im Keller des Parlaments fanden die königlichen Wachen 36 Fässer Pulver aus den staatlichen Arsenalen. Die angeblichen Verschwörer waren junge katholische Adlige aus der Umgebung von Stratford. Sie hätten geplant, hieß es, die königliche Familie mitsamt dem Parlament in die Luft zu jagen. Bis heute weiß niemand, ob die Verschwörung eine Tatsache war oder ein Vorwand, um gegen vermeintliche Staatsfeinde vorgehen zu können. Wie auch immer, Jakob sagte, die Papisten können wir jetzt nicht brauchen. Vor dem Parlament erklärte er, dass eine göttliche Eingebung ihn vor der Verschwörung gewarnt habe. Und in der Sprache heutiger Regierungserklärungen hieß es weiter, es würde keine Zuflucht für die Terroristen geben. Sie würden einer nach dem anderen zur Strecke gebracht. Und wer nicht für uns ist, ist für die Terroristen. Die Verschwörer wurden verurteilt und hingerichtet. Seitdem verbrennen die Engländer jedes Jahr am Guy Fawkes-Tag ihre Abbilder. Für das katholische England war es, bis auf Weiteres, das Ende. Die Verschwörung und die Prozesse waren natürlich eine Sensation. Und die Unterhaltungsindustrie reagierte umgehend, genau wie heute. Auf den Londoner Bühnen kam ein antipapistisches Stück nach dem anderen heraus. Sie trugen Titel wie Die Hure von Babylon oder Der Teufelskontrakt. In dieser aufgeheizten Atmosphäre schrieb Shakespeare sein vielleicht zeitnahestes Stück. Voll Verfolgungswahn und Blutrausch. Es handelt von Königsmord, übernatürlichen Mächten und dem Bösen. Macbeth. If it were done when 'tis done, then 'twere well it were done quickly. If the assassination could trammel up the consequence and catch with his surcease success, we'd jump for life to come. Macbeth. Der Mord an einem schottischen König. Aufgeführt vor einem schottischen König. Und Shakespeare führt uns nicht in die Psyche des Königs, sondern in die seines Mörders. Listening that fear, I could not say amen when they should say God bless us. Not so deep. Wherefore could not I pronounce amen? I had most need of blessing and amen stuck in my throat. These deeds must not be thought after these ways, so it will make us mad. Methought I heard a voice cry, sleep no more. Macbeth doth murder sleep. . 1606, nach den Prozessen gegen die Verschwörer, zog die Regierung die Schrauben an. Auch bei den Theatern. Eine verschärfte Zensur drohte mit hohen Strafen für Gotteslästerung. Aber ausgerechnet an diesem Weihnachten führte Shakespeare ein neues Stück vor dem König auf, in dem der Herrscher am Ende nackt und mittellos dasteht. Blow wind and crack your cheeks! Rage! Blow! You cataracts and hurricanes spout! Gideon drench the steeples! Drown the cock! Könige sind Götter auf Erden, sagte Jakob, und Schreiberlinge sollten sich nicht mit ihren Geheimnissen befassen. Aber Shakespeare ließ er es durchgehen. Here I stand, your slave, a poor, infirm, weak and betrayed old man. Aus Berichten von Spitzeln wissen wir, dass König Lear von Katholiken und vielleicht auch von vielen anderen als eine Art Mysterienspiel gesehen wurde. Ein Stück über Leid und Erlösung. No life. Why should a dog, a horse, a rat have life, and thou no breath at all? Thou'lt come no more. Never,
Never. 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 He faints. My lord. My lord. Shakespeare schrieb natürlich für seine Zeit. Aber wenn er menschliche Grausamkeit schildert, Terror und Gräuel, scheint er unser Zeitgenosse zu sein. Look up, my lord. The weight of this sad time we must obey. Speak what we feel, not what we ought to say. The oldest hath borne most, we that are young shall never see so much nor live so long. Alte Welten, neue Welten, verlorene Welten. Shakespeare war nun ein altgewordener Elisabethaner. Ein Mann vom Land, der Kraft seines Vorstellungsvermögens zu einem Weltbürger geworden war. Und die Entdeckung der neuen Welt sollte ihn zu seinem letzten großen Werk inspirieren. Der Sturm ist ein Stück über die flüchtige Magie der Kunst. Sein Held? Ein Regisseur, Stückeschreiber, Zauberer, der am Ende allem entsagt. But this rough magic I here abjure. And when I have required some heavenly music, which even now I do, to work mine end upon their senses that this airy charm is for. I'll break my staff, bury it certain fathoms in the earth, and deeper than did ever plummet sound. I'll drown my book. Im Alter von 48 Jahren kehrte Shakespeare in seine kleine Stadt in Warwickshire zurück. Er hatte seinen Lebensabend lange geplant. Land gekauft, seinen Garten erweitert. Ein behagliches Nest für die Familie geschaffen. Seine Frau, ihre beiden Töchter und den Schwiegersohn. Er würde alte Freunde treffen und die Gegend seiner Kindheit erkunden. Das geruhsame Leben eines Gentleman führen, zurückgekehrt zu seinen Wurzeln. Dann, Anfang 1616, wurde er krank. Er war erst 51. Es heißt, Shakespeare sei an einem Fieber gestorben, das er sich bei einem Zechgelage mit dem Dichter Michael Drayton und seinem alten Kumpel Ben Jonson zugezogen hätte. Die Geschichte wird normalerweise als Anekdote abgetan, aber ich finde, sie klingt plausibel. Sie waren alle Trinker. Von Kindesbeinen an gehörte Bier zum Speiseplan. Und das Leben als Schauspieler war damals wie heute ein Leben am Rande des Risikos. Ben Jonson schrieb ganze Gedichte über seine legendären Sauftouren. Shakespeare wohnte 25 Jahre ohne Anhang in Londoner Gasthöfen. Kaum vorzustellen, dass er nicht trank. Und vielleicht starb er am Ende daran. Das Kirchenregister von Stratford verzeichnet sein Begräbnis. William Shakespeare, Gentleman. Das hatte er immer gewollt. Seine Familie erhielt einen Ehrenplatz gegenüber dem Altar.
Auf seinem Grabstein hinterließ der Meisterdichter einen letzten launigen Spruch. Guter Freund, um Christi willen rat ich dir, lass abzuwühlen in dem Staube hier. Gesegnet sei der Mann, der ruhen lässt diese Steine, doch verflucht sei der, der stören will meine Gebeine. Ich bin ein bisschen nervös. Es ist schließlich ein ziemlich einzigartiges Dokument. Shakespeares Testament. Ich, William Shakespeare aus Stratford-upon-Avon, Grafschaft Warwickshire, Gentleman. Die Masse des Erbes geht an seine älteste Tochter, Susanna. Es gibt Legate an drei seiner Schauspieler. Meinen Gefährten John Hemmings, Richard Burbage und Henry Condell. 26 Schilling und 8 Pence, um Ringe zu kaufen. Und was vermacht er seiner Frau? Das steht auf dieser Seite. Da ist der berühmte Satz. Gebt meiner Frau das zweitbeste Bett und die Möbel. Das ist alles? Das ist alles. Seine Hinterlassenschaft an die Welt, die kam ein paar Jahre später. 7 Jahre nach Shakespeares Tod, 1623, stellten seine alten Freunde Hemmings und Condell eine Sammlung von 37 seiner Stücke zusammen. Komödien, Historienstücke und Tragödien. Viele von ihnen waren bereits in einfachen Heften erschienen, darunter die berühmtesten: Hamlet, Romeo und Julia, König Lear und Ein Mittsommernachtstraum. Hemmings und Condell fügten nun die bisher nicht veröffentlichten Werke hinzu. 16 Stücke, die sonst für immer verloren wären. Und sie vereinigten sie in einem prunkvollen Folioband, auf dessen Seiten sich eine Welt von Worten entfaltet, die bis heute überall Teil unserer Sprache sind. Sie taten es als Ausdruck der Zuneigung zu ihrem alten Freund, aber sie taten es auch für uns. Auf das Titelblatt ließen seine alten Freunde und Kollegen eine Widmung setzen. Sie lautete so: Wir haben diese Stücke gesammelt ohne eigenes Streben nach Profit oder Ruhm. Einzig, um das Andenken eines so werten Freundes und Gefährten zu wahren, wie es zu Lebzeiten unser Shakespeare war. Aber der vielleicht anrührendste und großzügigste Nachruf stammt von seinem streitlustigen alten Rivalen Ben Jonson. Der sagte, dass sein geliebter Shakespeare selbst die größten Dichter Griechenlands und Roms überstrahlt hätte. Er war nicht aus einer Zeit, sondern für alle Zeiten. That I was and a little tiny boy with hey ho the wind and the rain, a foolish thing was but a toy for the rain. Und das ist das Ende unserer Geschichte. Die Geschichte eines Jungen aus einer kleinen englischen Stadt in einer revolutionären Zeit. Ein Junge, der Geschichten liebte, Schauspiele und Wörter. Ein junger Vater und Ehemann, der aufbrach, um es in der großen Welt zu etwas zu bringen. Ein Mann, der irgendwo in sich die Fähigkeit fand, unsere tiefsten Gefühle auszudrücken. Freude und Trauer, Verlust und vor allem Liebe. Ein Mann, dessen Werte eine Brücke bilden zwischen dem, was wir verloren haben und dem, was wir geworden sind. And the rain with tosspots still.